Zweite Fußball-Bundesliga. Sandhausen empfängt Hannover 96. Sandhausen geht durch Bieder in der 51. Minute 1-0 in Führung. Nauber 56. 2-0. Anschlusstreffer in der 58. Also zack, 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 8 Minuten, 3 Tore. Guidetti mit den 2-1, aber 82. Tirpitz mit den 3-1 Endstand. Ja, Hannover sollte das Schießen wirklich mal üben. Wir haben 15 Schüsse auf Sandhausener Seite, 6 aufs Tor, 9 daneben. Wir haben 16 Schüsse auf Hannover Seite, nur 3 aufs Tor, 13 daneben. 41% Ballbesitz für Sandhausen, 59 für Hannover. 210 Pässe von Sandhausen, 400 von Hannover. 69% Passgenauigkeit von Sandhausen, 82 von Hannover. 99 gewonnene Zweikämpfe von Sandhausen, 97 von Hannover. Die Sandhausen haben 15 Mal gefoult, also sehr hart geführtes Spiel. Und Hannover hat nur 9 Mal gefoult. Mit einem harten Kampf holt sich Sandhausen den Sieg, überholt damit Hannover und geht auf den 10. Platz mit 36 Punkten. Hannover hat auch 36 Punkte, aber eine schlechtere Tordifferenz. Aber, um die Hannoveraner ein bisschen zu befriedigen, Hannover hat ein Spiel weniger und kann wieder an Sandhausen vorbeiziehen. Glückwunsch an Sandhausen.